herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht's wieder auf Trailjagd im Finale. Und damit wir euch wieder einige Perspektiven darstellen können, sind wir mal wieder mit der Insta360 GoTour auf dem Weg. Und die werden wir jetzt in verschiedenen Positionen anbringen, über den Tag verteilt, damit ihr einfach ein bisschen mehr Abwechslung kriegt. Guten Morgen! Oh, es geht immer besser. So, wir sind gerade auf dem Weg Richtung NATO Base, dann fahren wir aber noch dran vorbei bis zum Roller Coaster und machen dann noch so eine Plus-Variante. Da kennst du was Gutes, gell? Warum? Plus? Ja, Plus, weil wir bis nach Finale Trails fahren werden. Die Aufnahme mit der Insta-GoTo haben wir übrigens gerade so gemacht. Es ist echt mega entspannt, nichts los, schön warm. Und halt einfach eine geile Landschaft. Schaut mal, wie gut es einfach ausschaut mit dem Herbstlaub. Voll geil. Apropos Herbstlaub, da haben wir noch einiges mehr davon gefunden. Für uns heißt es jetzt Einstieg in den Rollercoaster. Und jetzt filmen wir erstmal so am Helm. Aber wir haben noch viele andere Ideen, deswegen bleibt dran, schaut, was noch kommt. So, jetzt haben wir sie. Mach mal. Okay. Hier hinten. Warte, wo ist der Popo? Achso, da ist er jetzt nicht drauf. Nein. Achso, da. Okay. Ha. Oh, wer bist denn du? Kennt ihr uns? So viel hübsch. Filmen wir auf Nikos Rücken. Immer nicht auf seinem Hintern, auch wenn er das gerne hätte. Jetzt Wampe weg. Auf dem Bauchgeschirr. Die Wampen, gell? Gut. Wo ist da? Weißt du, gell? Thank you.
Für diese Aufnahmen haben wir die Kamera am Rahmen festgeklebt und da ist bei der GoTo schon direkt so eine Halterung mit dabei. Wenn wir da aufgehen, wenn wir jetzt hier rechts fahren, dann kommen wir auf diese Straße, dann müssen wir hier vorfahren und müssen halt hier wieder gehen. Ne, und können hier auch wieder. Da, Trails waren erstmal super, aber jetzt geht's nochmal ein Stückchen rüber und dann gibt's noch mehr Trails und auch noch eine weitere Option für die Insta GoTo. Schaut mal, was für eine geile Aussicht aufs Meer. Energietanken gibt es jetzt einen gesunden Döner vom Indien-Döner. Hat sich der Nico gestern schon weggeschmissen vor Lachen mit dem. Übrigens lässt sich die Insta auch so abstellen und damit zum Beispiel wunderbare Zeitrafferaufnahmen machen. Die Bikes gefallen offensichtlich nicht nur uns. Mein Bike. Ja, okay. Dein Bike. Nico hat ja eine Katzenallergie. Ah ja, und die Katze scheint alle Allergie auf mich zu haben. Schaut euch das mal an. Von mir läuft sie weg,
Und er mit seiner Katzenallergie, den darf ich nachher gleich wieder pflegen. Da kommt die Katze natürlich. Voll die Verarschung, anders kann man es nicht sagen. Und wer viel im Dreck rumwühlt, der muss die Räder natürlich auch ab und an mal sauber machen. Und tatsächlich, Döner überlebt, jetzt geht's nochmal ab. Und es sieht mega gut aus, immer hier in der Küste entlang mit dem Meer. Wir boosten jetzt nach oben, weil wir müssen ja schließlich die Akkus noch leer fahren. Das ist jetzt auch gar nicht so freiwillig, das ist quasi eine Pflichtveranstaltung, weil wir noch so viel Strom haben. Oder? Letzte Runde, bevor es dunkel wird. Oh ja. Ja, das ist echt geil mit den großen Akkus, dass man einfach so viel Reichweite hat. Und jetzt zum Schluss eben hochboosten, macht echt Freude. Jetzt haben wir die Kamera, die 360 Go, auf diesem coolen Stativ stehen. Und das Stativ hier ist echt so ziemlich besonders. Nico zeigt uns das jetzt mal. Ah. Ist gleich eingeklemmt. Also man kann es halt so einfahren. Schlupp, schlupp, schlupp. Und man kann es in jeder beliebigen Länge verwenden. Das und es ist sehr leicht. Geil. Genau. Und hier hoch. Und die Beinchen, hier ist nämlich ein Knopf. Und dann kann ich es einfach aufmachen. Zack. Kannst in jeder Höhe einfach hinstellen, so wie ich es benötige. Also das ist echt ein richtig cooles Ding. Ja. Abendstimmung ist meistens das Beste. Na, wer weiß, wo wir gerade sind. Jetzt sind wir hier noch ein bisschen gesessen, bis die Sonne weggegangen ist. Und gut, dass wir unsere Bikes mit Licht haben. Das können wir jetzt gleich mal ausnutzen. So, Licht an, würde ich mal sagen. Ja. Juff. So. Perfekt. So gut. Und damit ging es die letzten Meter dann eben mit Licht nach unten. Wer schon mal mit Licht im Trail gefahren ist, der weiß, das ist was ganz Besonderes. Man kann ein bisschen fokussierter fahren, weil man einfach nur einen Teil beleuchtet hat und dementsprechend automatisch auf den Trail fokussiert ist. Romantisch beleuchtete Strandpromenade für die Heimfahrt. Das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn ihr jetzt neugierig auf die InstaGo2 geworden seid, dann schaut auf jeden Fall mal in unsere Infobox. Da verlinken wir euch die Seite von Insta, denn da gibt es jetzt einige Aktionen für euch. Und zwar vor allem im Zeitraum jetzt vom 18. bis 30.11., wenn ich richtig im Bilde bin. Deswegen lohnt sich derzeit vorbeischauen umso mehr.